So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Wirbellosenparadies. Wie ihr schon sehen könnt, geht es mal heute um das Thema Faunabox. Viele Leute bewahren darin ihre Futterinsekten auf. Heute möchte ich euch mal zeigen, dass wir dort auch verschiedene Insekten drin halten können. Was brauchen wir dafür? Wie setzen wir es um? Deswegen zeige ich euch das mal in einem ganz kurzen Video. Zum einen, wenn wir Phasmiden halten wollen, wie zum Beispiel das wandelnde Blatt oder die australische Gespensterschrecke, Stabschrecken, da gibt es ja sehr viel in dem Gebiet. Dann nehmen wir einfach unsere Dose und stellen die hochkant hin. Dann brauchen wir natürlich einen Behälter, wo dann unsere Brombeere, also die Futtersachen drin sind. Den stellen wir einfach nur hier so rein. Dann können wir hier den Deckel zumachen. Und es ist schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich immer kräftig sprühen und unten nochmal ein Stück Zeberrolle einlegen. Und dann ist das auch schon fertig mit für die Phasmiden. Da kann man sich dann so 5-6 Stück von aufs Regal stellen. Das ist immer auch kostengünstiger, als wenn wir jetzt uns immer Glasterrarien holen. Die zweite Variante ist für die Gottesanbeter. Da machen wir unten auch ein Zebertuch rein. Ich kann ja mal gucken, ich habe noch eins da liegen. Ne? Ja, dann ist es ein bisschen besser zum Anschauen. Legen hier unser Zebertuch rein. Dann in diesem Fall lege ich dort diese Holzwolle ein für die Gottesanbeterin. Natürlich etwas mehr, damit sie genug zum Klettern hat. Und oben drüber machen wir so ein Gazestück drauf. Das hat nämlich einfach den Grund, wenn wir jetzt ein Tier einsetzen, das L1, L2, L3 ist und die noch mit Prophylax gefüttert werden müssen, dann würden uns die Tiere ja durch das Gitter abhauen, weil das Gitter ja zu groß ist. Deswegen nehmen wir dann so ein Stück Belüftungsgase. Die kann man dann hier schön zurechtlegen. Legen wir unseren Deckel drauf. Und dann ist das auch schon fertig. Den Rand können wir natürlich noch abschneiden, wenn uns der stört. Und das ist auch schon die zweite Variante. Natürlich müssen wir auch hier immer sprühen. Durch die große Belüftung ist das der einzige Nachteil, dass man halt einmal am Tag, spätestens zweimal am Tag sprühen sollte. Je nachdem, welche Art wir halten, müssen wir sogar noch öfter sprühen. Und jetzt kommen wir zur letzten Variante, die ich vorbereitet habe. Es gibt natürlich noch für Schaben könnte man da drin halten und. Diese Variante mache ich jetzt nochmal für Käfer. Da müssen wir natürlich den Humus einbringen. Die Dose sollte halb gefüllt sein. Ich mache das jetzt nur mal zu einem Drittel voll. Sie sollte schon wirklich bis zu 5 cm unter der Kante voll Humus sein, damit die Tiere sehr viel Platz haben, um nach unten zu graben und ihre Eier abzulegen. Wichtig ist noch bei diesen Dosen, dass wir Stöcker verwenden, die wir immer in die Ecken legen, weil die Käfer haben die Angewohnheit, die gehen in die Ecken, versuchen hochzugraben, fallen auf den Rücken. Und wenn wir da nicht mal regelmäßig schauen oder mal in Urlaub fahren oder so, dann kann es halt passieren, dass die Tiere auf dem Rücken liegen und vertrocknen und verenden. Wie gesagt, wir machen in jeder Ecke so ein Holzstück rein, dass sie sich selber wieder drehen können. Und wichtig ist halt, wenn wir dort Käfer drin halten, dass wir immer richtig viel sprühen, damit das Substrat nicht austrocknet. Unten sollte es immer etwas feuchter sein, weil dort die Tiere ihre Eier ablegen. In so einer Faunabox würde ich maximal 5 Tiere halten, in der Größe von 1 bis 2,5 cm. 3 geht auch noch, aber dann sollte man reduzieren. Also zum Beispiel die Horny Monies würde ich in diesen Faunabox halten, 1:3. Also 4 Tiere maximal von der Größe her. Man kann auch 2 Männchen, 2 Weibchen, das ist jedem überlassen, wie er es möchte. Wie gesagt, wichtig ist, dass unser Substrat ziemlich hoch ist, damit die Tiere genug Platz haben, um die Eier abzulegen.
Und dann natürlich wieder der Deckel drauf, sonst hauen uns die Jungs ab. Und das war's schon heute mal mit dem Thema Fauna Box.